Zu den neuen Kabinettsmitgliedern gehört auch Gesundheitsminister Spahn. Er kündigte an, den Pflegeberuf attraktiver machen zu wollen und unter anderem für eine bessere Bezahlung zu sorgen. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag die Schaffung von 8.000 zusätzlichen Pflegestellen vereinbart. Amtsübergaben haben manchmal auch etwas Bitteres, dann, wenn es nur für einen ein Aufstieg ist. Für Jens Spahn muss Hermann Gröhe nicht nur das Gesundheitsministerium, sondern die ganze Bundesregierung verlassen. Reichlich Applaus und noch mehr Blumen sollen darüber hinweghelfen. Der Neue erklärt auch gleich, was neu an ihm ist. Was ich auch brauche, jeder, der mich ein wenig kennt, weiß das, ist ab und zu mal eine kontroverse Debatte. Den Satz sagt er so ähnlich mindestens noch zweimal am ersten Arbeitstag. Erst bei einem Forum mit Krankenhausmanagern und dann nochmal beim Pflegetag, wo schon deshalb Kontroversen zu erwarten sind, weil es in der Pflege von allem zu wenig gibt. Geld, Pflegekräfte, Anerkennung. Ich wüsste genau, wie ich hier eine Rede halten muss, damit der ganze Saal auf dem Stuhl steht und tobt. Ja, es ist doch so. Es ist doch so. Ich will Ihnen aber auch beschreiben, wo die Herausforderung liegt. Ich möchte, dass wir den Pflegeberuf attraktiver machen. Ich möchte, dass die Pflege besser bezahlt wird. Ich möchte, dass wir mehr Ausbildungsplätze haben. Er bringt den Saal dann doch noch zum Toben, als einer der Iren zum Pflegebevollmächtigten vorgeschlagen wird. Pflegetagsmitgründer Vesta Fellhaus soll künftig im Ministerium Ansprechpartner für Pflege.